Na, da war ja ganz schön was los in Amstettens Eishalle. Grund dafür war ein U8-Eishockey-Turnier. Und zwar funktioniert das so, dass von den Vereinen in Oberösterreich Spieler gestellt werden und die werden nicht aus Mannschaften antreten, sondern es wird dann zusammengemischt. Das heißt, in einer Mannschaft kennen Amstettner, Wörser, Gmundner, von jedem Verein in Oberösterreich spielen da Spieler. Wir werden nach Leistungsklasse eingeteilt, also das heißt, die Besten spielen in erster Linie, dann die Mittleren in der zweiten und dann gibt es eine dritte, wo die Anfänger spielen. Das heißt, die spielen immer gegen Gleichgute. Und durch das kommt ein super Spiel zusammen und es sind wirklich sehr ausgeglichene Spiele. Und das Wichtigste ist, dass die Kinder einen Spaß haben und das haben sie wirklich, weil wenn man da anschaut, die kugeln herum und haben immer einen Grinser im Gesicht. Also das ist wirklich extrem cool und bringt extrem viel für die Kinder. Dieser Spielmodus ist vor allem im jungen Alter von Vorteil. Bis zu einer gewissen Altersklasse finde ich das extrem gut, also gerade U8. Natürlich ist wichtig, dass wir das vom Verein, dass da Zugehörigkeit haben und so. Und die rennen ja alle mit den Wölfe, Leihwahl und Kapperl und alles Mögliche herum. Aber gerade, es ist da wichtiger, dass sie eigentlich gegen gleich Gute spielen. Und es ist egal, ist da, ob es dann mit wem das im Team sind. Das ist da, glaube ich, U8 noch nicht so wichtig. Jeder das werden, da ist da mehr mit der Mannschaft, machen es dann eh. Und von dem her ist es, glaube ich, perfekt so. Um Eishockey-Profi zu werden, fängt man am besten, sobald es geht, an zu trainieren. Ab dem Zeitpunkt, wo die Kinder stechen. Also wirklich schon sehr bald, also mit 3, 4 kann man die Kinder schon in den Eislaufkurs geben, dass sie anfangen zum Eislaufen und wenn sie dann halbwegs Eislaufen können oder schon die ersten Schritte gescheit machen können, dann kann man schon Eishockey-Ausrüstung anziehen und dann kann man schon zum Spielen anfangen. Also wie gesagt, die Jüngsten, die angefangen haben, sind 3, 4. Also von dem her, egal ob Bursch oder Mädel, das ist komplett egal. Wir haben wirklich sehr, sehr viele Mädels. Die Jüngsten sind derzeit bei uns Mädels sogar. Nicht nur der Sport steht hier im Vordergrund. Auch der Teamgeist wird gestärkt. Freundschaften entstehen und das Wichtigste ist natürlich der Spaß. Beim Eishockey, da hat man das Checken. Was taugt da sonst noch beim Eishockey? Tore schießen und die anderen aus der Bande hauen. Felix, warum bist du im Tor? Weil das wichtig ist. Und mir gefällt, dass ich Tore schieße und würde gern checken. Wie viele Tore hast du geschossen? 3. Wie viel hast du verhindert? 1. Nicht schlecht für so ein ganzes Werk. Mir taugt Eishockey, weil ich viele Freunde dort habe und weil wir einen guten Trainer haben. Wer sich vom guten Trainer selber mal überzeugen möchte, der informiert sich am besten unter wp.ecu-amstettnerwoelfe.at und kommt mal zum Schnuppern vorbei. Die passende Ausrüstung wird anfangs zur Verfügung gestellt und danach hilft der Verein bei der Wahl des richtigen Equipments.